Heute zwischen 8 und 16 Uhr haben sich die Autofahrer in unserer Stadt gefreut. Es gab nämlich kaum Knöllchen. Warum? Wir haben einen Tarifstreit im öffentlichen Dienst und der ist jetzt auch in Berlin angekommen. Dem Streikaufruf des DBB folgten heute Mitglieder der DPOLG, also der Deutschen Polizeigewerkschaft Berlin. Aufgerufen waren Mitarbeiter aus dem Gefangenenwesen, dem zentralen Objektschutz und den Ordnungsämtern. Eben keine Knöllchen. Gekämpft wird für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen. Seite an Seite mit Polizeibeamten marschierten die Tarifbeschäftigten vom Brandenburger Tor in Richtung Klosterstraße, dem Sitz des Finanzsenators. Während die Beamten ihre Freizeit für den Arbeitskampf nutzten, ließen die knapp 100 Beschäftigten schon einmal mit ihrem mehrstündigen Warnstreik die Muskeln spielen. Am Montag war die erste Verhandlungsrunde gleich nach Beginn wieder vertagt worden. Die Positionen von den Gewerkschaften und den Arbeitgebern liegen so weit auseinander, dass es von Seiten der Länder noch nicht einmal ein Angebot gibt. 5,5% mehr Geld, das sei realitätsfern. Aus Sicht des DBB ist diese Haltung eine Kampfansage und so wurde bereits einen Tag nach der gescheiterten ersten Runde zum Warnstreik aufgerufen. Einem Aufruf, dem die Mitglieder der Deutschen Polizeigewerkschaft zwar noch nicht so zahlreich, aber dafür umso leidenschaftlicher folgten. Hallo Berlin! Wir stehen heute hier, um klarzumachen, dass es Zeit ist. Zeit ist Zeit für mehr Geld und Zeit für bessere Arbeitsbedingungen, Kolleginnen und Kollegen. Dass die Arbeitgeber in dieser ersten Verhandlungsrunde, die ja diesen Namen nicht verdient hat, denn es wurde ja gar nicht verhandelt, gemacht haben, nämlich nichts verhandelt, kein Angebot vorgelegt, grenzt an Arbeitsverweigerung. Und diese Unverschämtheit können wir gerne beantworten. Wenn ihr die Arbeit verweigert, das können wir auch. Harte Worte und das bereits zu Beginn der Verhandlungen. Was fordern die Gewerkschaften denn konkret? Wir wollen 5,5% mehr Einkommen oder 175 Euro. Wir wollen, dass die Auszubildenden vernünftig übernommen werden, dass die Ausbildungsvergütungen um 100 Euro steigen. Das sind die Kernforderungen neben vielen anderen Dingen, die mit Arbeitsbedingungen zu tun haben. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Arbeitsbedingungen waren auch Thema bei den Reden hier immer wieder. Wo hakt es denn da? Es darf doch nicht wahr sein, dass anlasslos immer wieder Befristungen ausgesprochen werden. Das beklagen wir in der Privatwirtschaft, aber das darf der öffentliche Dienst schon gar nicht tun. Der öffentliche Arbeitgeber muss sich vorbildlich verhalten. Da, wo das nicht notwendig ist, darf es keine Befristungen geben. Denn wie sollen junge Leute Familien gründen, Eigentum erwerben, Zukunft gestalten, wenn immer wieder nur befristete Arbeitsverhältnisse ausgesprochen werden? Es haben jetzt ja hier nur Angestellte gestreikt, das dürfen Beamte nicht. Es sind aber trotzdem Beamte hier mitgelaufen in ihrer Freizeit. Warum? Wir freuen uns sehr darüber, dass die Beamten diese Demo zum Anlass genommen haben, um eine aktive Mittagspause zu gestalten. Denn am Ende des Tages geht es um die Einkommen im gesamten öffentlichen Dienst. Die Beamten dürfen nicht streiken, aber sie dürfen sehr wohl deutlich machen, dass sie der Meinung sind, dass mehr Einkommen notwendig ist. Herr Wendt, Sie sprachen von einem Warnschuss. Also die Menge, die hier heute war, war ja noch überschaubar. Heißt das, dass wir damit rechnen können, dass wenn es nicht zu einer schnellen Einigung kommt, dass hier weitaus mehr Menschen noch auf die Straße gehen werden? Damit muss man rechnen und damit dürfen die öffentlichen Arbeitgeber auch rechnen. Wir stellen eine hohe Kampfbereitschaft und Mobilisierungsfähigkeit in der Belegschaft fest. Aber wir haben jetzt natürlich gesagt, wir machen mit Augenmaß unseren Protest. Es gibt weniger Knöllchen heute, ganz sicherlich, aber wir können diese Aktivitäten noch erheblich steigern und wir werden sie auch erheblich steigern. Sie sprachen es an, 5,5%. Wie kommt es gerade zu dieser Summe? Also wie rechnen Sie die aus, bevor Sie in die Verhandlungen gehen, Herr Pfalzgraf? Da gibt es sehr ausgefeilte Modelle und sehr große Spezialisten bei uns im Hause, die insgesamt die Entwicklung, die Einkommensentwicklung in der gesamten Wirtschaft betrachten, die Inflationsraten berechnen und ähnliches. Von daher hat Willi Russ ja heute auch schon klar gemacht, wir wollen nicht nur einen Ausgleich der Inflationsrate, sondern wir haben tatsächlich dieses mehr Geld auch verdient. Nun hat Berlin ja einen Sonderstatus, weil Berlin lange Zeit nicht in der Tarifgemeinschaft drin war und in der Zeit auch auf zusätzliches Gehalt ja verzichtet hat, viele Mitarbeiter hier in dieser Branche. Das heißt also, jetzt ist ja der Abschluss so, dass es auch für Berlin gilt, aber trotzdem haben wir ja immer noch eine Lücke im Vergleich zu anderen Bundesländern. Herr Wendt, wird die denn irgendwann mal geschlossen?
Das wollen wir hoffen und es gibt auch mittlerweile entsprechende politische Bewegung in diese Richtung. In der Tat hat Berlin ja einen großen Nachholbedarf. Es ist eigentlich eine Schande für die Hauptstadt, dass Polizeibeschäftigte ausgerechnet hier, wo die höchste Einsatzbelastung ist, am schlechtesten in der Republik bezahlt werden. Da hat Berlin eine Menge Nachholbedarf, sowohl bei den Tarifbeschäftigten als auch bei den Ordnungsamtmitarbeitern und bei den Polizistinnen und Polizisten auch. Sie fordern auch, dass alle Auszubildenden übernommen werden. Ist das in Berlin nicht mittlerweile schon so? Gibt es hier nicht eher ein Problem, dass es zu wenige Leute gibt, die sich für diese Ausbildung qualifizieren? Also wir haben zwei Probleme in Berlin. Zum einen genug qualifizierte Bewerber zu finden, wie beispielsweise bei der Polizei. Das stimmt. Und wenn ein Polizeibeamter komplett die Ausbildung durchlaufen hat, dann gibt es trotzdem noch diese komische logische Sekunde, wo er dann ins neue Amt kommt, in aller Regel aber übernommen wird. Aber wir reden ja hier nicht nur von Polizei, wir reden vom gesamten öffentlichen Dienst. Und da gibt es eben in der Verwaltung überall noch diese Befristungen und diese Entlassungen im Zweifelsfall. Also keine Übernahmegarantie. Und das ist einfach für junge Leute, die vielleicht auch Gefallen am öffentlichen Dienst gefunden haben, an den vielfältigen Tätigkeiten im öffentlichen Dienst, ist das falsche Signal. Herr Wendt, apropos Signal, warum haben Sie sich als Ort gerade die Klosterstraße ausgesucht, wo zwar die Finanzverwaltung sitzt, aber nicht die Tarifgemeinschaft der Länder? Nun, die Finanzverwaltung in Berlin ist der richtige Ansprechpartner, denn es geht ja über den Tag hinaus nicht nur um diese Tarifverhandlungen, sondern auch zum Beispiel darüber, wie geht es mit den Anschlussfinanzierungen weiter, wie geht es mit der Übernahme weiter. Das sind alles wichtige Fragen und deshalb sind wir hier schon genau richtig aufgehoben. Das nächste Mal sind wir in Potsdam bei der Verhandlungsrunde, aber hier gehörten wir auch einmal hin, sowohl beim Innensenator als auch beim Finanzsenator, uns Gehör zu verschaffen für diese Protestdemonstration, die ja eine erste Demonstration war, bestimmt nicht die letzte. Was erhoffen Sie sich jetzt von der nächsten Runde? Wir erhoffen Bewegung auf Arbeitgeberseite, verhandlungsfähige Angebote, den Eintritt sozusagen in pragmatische Verhandlungen, damit wir diese Geschichte vielleicht auch vernünftig weit vom Tisch bekommen. Herr Wendt, Sie sind ja schon alter Hase auch in der Gewerkschaft. Ist das eigentlich immer so dasselbe Spiel, was gespielt werden muss? Also eigentlich könnte sowas doch auch schneller gehen, oder? Ja, ehrlich gesagt, mir geht dieses ritualisierte Verhalten der Arbeitgeber gehörig auf den Wecker. Das brauchen weder die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch die Öffentlichkeit. Deshalb hätte man in der ersten Runde ein verhandelbares Angebot vorlegen müssen. Man hätte auch in der ersten Runde schon zu einem Ergebnis kommen können. Aber wenn die Arbeitgeber noch nicht einmal eine Anfangsbewegung zeigen, sozusagen schon zum Jagen getragen werden müssen, dann braucht es halt alle diese Rituale. Wir brauchen sie nicht, uns gehen sie eher auf den Wecker. Denn unsere Kolleginnen und Kollegen wollen an die Arbeit gehen. Sie wollen für Sicherheit in dieser Stadt sorgen. Und wollen an den Schulen und überall in der Finanzverwaltung, da wo sie arbeiten, ihren Job machen und nicht protestieren müssen um ein bisschen mehr Geld. Um ein bisschen mehr Geld, das sieht die Arbeitgeberseite, die Tarifgemeinschaft der Länder, naturgemäß ganz anders. Ich mache mich auf in die Georgenstraße und frage den Geschäftsführer, warum es noch kein Angebot gibt. Ach, wissen Sie, wenn man Angebote vorlegt, wir machen das ja nicht erst seit gestern schon, sondern schon etliche Zeit, dann ist das Angebot sowieso nie ausreichend. Und das ist so ein Ritual, was wir schon eigentlich seit mehreren Lohnrunden in den Verhandlungen nicht mehr tun, sondern wir wollen Ergebnis und keine Angebote vorlegen. Von Gewerkschaftsseite hieß das, das sei Arbeitsverweigerung. Ach, wir arbeiten, glaube ich, schon ganz kräftig und Sie haben ja auch die Statements der Verhandlungsführer gehört. Die erste Runde ist in einer sehr netten und konstruktiven und freundlichen Atmosphäre vonstatten gegangen. Das hat man auch nicht immer. Und ich bin guter Dinge, dass wir in den drei Runden, die wir vereinbart haben, fertig werden. Nun haben die Länder Mehreinnahmen zu verzeichnen, hatten ein gutes Jahr, fließende Steuereinnahmen, wollen in Bildung und Sicherheit auch investieren. Vergisst man da das Personal? Ja gut, die Steuereinnahmen sind nicht mehr ganz so stark gestiegen, wie man mal erwartet hat. Aber grundsätzlich muss man natürlich auch sehen, wir haben auf der einen Seite die Kostenseite für die Beschäftigten. Das sieht sehr gut aus. Wir haben eine Inflationsrate jetzt im Januar von unter 0%. Wir hatten im letzten Jahr deutlich höhere Tarifsteigerungen als die Inflationsrate. Das heißt also, die Beschäftigten haben zusätzliches Geld, Reallohnsteigerungen bekommen. Und wir als Länder müssen natürlich sehen, wir haben bis 2020 die Schuldenbremse einzuhalten. Und wenn wir auch investieren wollen, ist es nicht nur das Personal. Und ich sage ja auch nicht, dass wir eine Nullrunde wollen. Auch die Gewerkschaft Erziehung Wissenschaft hat angekündigt, streiken zu wollen noch vor den Osterferien. Das heißt, dann würden auch die angestellten Lehrer ihre Arbeit niederlegen, neben den Ordnungsamtsmitarbeitern. Hier in Berlin, haben Sie Sorge vor so einer großen Streikwelle?
Also Sorge vor Streiks haben wir eigentlich nie. Das ist das gute Recht der Gewerkschaften zu streiken. Auf der anderen Seite, ich habe ja gesagt, wir haben drei Verhandlungsrunden. Die dritte Verhandlungsrunde ist vor Ostern. Und ich denke, wenn wir da zu einem Ergebnis kommen, und wir verhandeln ja insbesondere auch eine neue Entgeltordnung für die Lehrkräfte, und da bin ich ganz optimistisch, dass wir das hinbekommen, und dann erübrigt sich die Notwendigkeit eines Streiks. Heißt das, dass jetzt bei der nächsten, also der zweiten Verhandlungsrunde, ein Angebot Ihrerseits vorgelegt werden wird? Ach, die Erfahrung zeigt, dass es eigentlich in der letzten Runde dann zum Schwur kommt. Ich denke, wir werden jetzt in der nächsten Verhandlungsrunde uns, wie ich schon gerade sagte, die Lehrereingruppierung einmal ansehen. Wir werden über Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst reden müssen. Also strukturelle Fragen, und die lineare Frage kommt erst in der Regel zum Schluss, das heißt in der dritten Verhandlungsrunde. Deshalb gehe ich nicht davon aus, dass es ein Angebot gibt. Ich habe das schon auf Gewerkschaftsseite gefragt, ob es eigentlich immer dieses Spiel braucht. Ja, Sie haben auch davon gesprochen, dass es ja diese Rituale gibt immer bei diesen Verhandlungen. Ist das nötig? Von Seiten der Gewerkschaft hieß es, nein, das ist nicht nötig, allein die Arbeitgeber sind daran schuld, die treiben dieses Spiel. Ja gut, wir wollen kein schwarzes Peterspiel betreiben. Ich denke, wenn die Forderungen realistisch wären und nicht überzogen, dann kann man auch schneller zu einer Einigung kommen. Aber je weiter man auseinander ist, umso schwieriger ist es natürlich, zusammenzukommen. Das ist ganz klar. Ich brauche dieses Ritual nicht, ich denke, die Arbeitgeber nicht. Und wenn die Gewerkschaften es auch nicht brauchen, sollten wir uns demnächst bei einer realistischen Forderung zusammensetzen, und dann kommen wir auch zum Ergebnis. Darauf setzt auch Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen. Auch er habe für die Streikaktionen in dieser frühen Phase kein Verständnis, teilte er mir schriftlich mit. Die Tarifverhandlungen werden in der kommenden Woche am Donnerstag und am Freitag in Potsdam fortgesetzt. Die ersten Warnschüsse wurden bereits jetzt abgefeuert. Nach einer schnellen Einigung sieht das nicht aus. Doch im Gegensatz zum drohenden Lokführerstreik, der wieder ordentlich an unseren Nerven zehren wird, liebe Zuschauer, können wir, denke ich mal, den Ausstand von Ordnungsamtsmitarbeitern relativ gelassen sehen. Im Gegenteil, der wird viele Autofahrer auch freuen. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle einen schönen Abend und passen Sie auf sich auf.